So, ich war gerade laufen und dann dachte ich mir spontan, warum nicht noch ein schönes Bauchworkout hinten dran hängen und das Ganze gleich direkt mitfilmen. Jede Übung zweimal 30 Sekunden, dann eine neue Übung. Es geht los. Einmal hinsetzen, Fersen auf den Boden, Fußspitzen nach oben, nach hinten lehnen und hochziehen, nach hinten lehnen und hochziehen. Rück einatmen, vor ausatmen. Schön einen langen Rücken machen, Brust raus. Bauch einziehen und 10 Sekunden Pause. Ich glaube, ich muss das noch mal ein bisschen nach hinten oder so. Okay. Das gleiche, Runde 2. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins, Stopp. Hinlegen. Fersen immer noch auf dem Boden. Zehenspitzen anheben. Und schräge Crunches. Einmal nach rechts, einmal nach links. Hoch ausatmen, runter einatmen. Wohnzimmer ist gerade besetzt, also hier inmitten des ganzen Spielzeugs. Warum auch nicht? Noch 5 Sekunden jetzt. Und kurz ablegen. Ablegen ist immer schön, 10 Sekunden wirklich dem Nacken, Hals, Pause geben und dann direkt in Runde 2. Und los. Schön aus der Bauchmuskulatur, schräg nach oben. Ausatmen, hochkommen, runter einatmen. Die letzten 10 Sekunden. Super. Einmal Hände unter den Popo. Füße hoch. Und dann im Wechsel. Ein Bein nach unten und hoch. Anderes Bein. Und wenn es geht, gleichzeitig. Den Kopf jetzt einmal schön gemütlich ablegen. Hol dir eine Capri-Sonne oder irgendwas eben aus der Schublade. Ich kann jetzt gerade nicht. Oder dein Wasser. Und Pause. Runde 2. Entweder im Wechsel. Oder gleichzeitig. Noch 5 Sekunden. Und einmal wieder hinsetzen. Arme nach vorne, leicht nach hinten lehnen und jetzt im Wechsel. Entweder so einen schnellen Wechsel machen oder ein hoch und ab, anderer hoch und ab. Oder eben
so einen dynamischen Wechsel. 8 Sekunden noch. Pause. Mit der Jacke sehe ich echt fett aus, aber gut. Egal. Runde 2. Brust schön raus, Schulter nach hinten unten, Bauch einziehen und noch 20 Sekunden. Mehr unterer Bauch hier, ne? Und die letzten 15 Sekunden. Und jetzt gleich gehen wir auch direkt in eine neue Haltung. Vom Sitzen gehen wir nämlich jetzt gleich in die Plank über, okay? 3, 2, 1 und Stopp. Ja, richtig. So, hohe Plank. Und jetzt im Wechsel. Einmal die Seite zum Boden und die andere Seite Richtung Boden schieben. Runter einatmen, hoch ausatmen. Noch 15 Sekunden. Natürlich arbeitet hier auch der Rücken immer mit, ne? Und natürlich Schultern, Arme auch in der Plank. Aber die Bauchspannung ist hier im Fokus. Nächste Runde davon und los geht's. Immer 2x30 Sekunden pro Übung. Noch 15 Sekunden. Wow, auslockern. Super, wieder einmal hinsetzen. Nach hinten lehnen und die Arme öffnen, schließen, öffnen, schließen. Schulter ein bisschen mit, aber hauptsächlich hält uns hier die Körpermitte gerade, während wir den Hebel hier verlängern und wieder verkürzen. Und wer möchte, kann auch die Beine heben. Je nachdem, wie du das schaffst. Noch 5 Sekunden. Zieht nochmal ganz fest den Bauch ein. Und Pause. 10 Sekunden Entlastung. Nächste Runde davon. Entweder Füße oben oder Füße unten. Und einmal die Welt umarmen. Noch 20 Sekunden. Acht. Jetzt gleich kommt wieder ein bisschen schräge Bauchmuskeln. Und lösen. Hinlegen bitte. Beine hoch. Und dann im Wechsel rechts und links zu den Füßen. Zum rechten Fuß mit der linken Hand und umgekehrt. Hoch ausatmen, runter einatmen. Das sind die schrägen Toe-Touch-Crunches. Wenn du nicht zu deinen Zehenspitzen rankommst, dann versuch zumindest in die Nähe zu kommen. Das ist der Ansporn hier, immer wieder hochzuschieben. 4, 3, 2, 1 und ablegen. Nächste Runde davon. Und los. Und ich unterstütze immer gerne mit einer Hand hier meinen Kopf, Nacken, Halsmuskulatur. Man kann das natürlich auch komplett ohne Unterstützung machen. Geht auch. Geht vielleicht nicht eine Minute lang, aber vielleicht 20, 30 Sekunden.
Muskulatur dort wird natürlich auch mit der Zeit besser. 5 Sekunden noch. Ablegen. Super. Jetzt einmal die Fußsohlen aneinander, Knie nach außen fallen lassen, links und rechts nach außen. Und jetzt kurze Crunch-Bewegung am obersten Punkt. Ganze Zeit Bauch fest einziehen. Noch 15 Sekunden. Wenn du nicht unbedingt deinen Kopf unterstützen musst, dann kannst du auch hier den Ansporn haben, die Finger ganz weit nach vorne zu schieben. Und ablegen. Einmal das noch. Wieder schön Knie nach außen, Fußsohlen zusammen. Hüftbeuger ist ausgeschaltet. Und los. Nur die Bauchmuskeln arbeiten lassen. Oder so. Komm, zieh den Bauch ganz, ganz fest ein. Noch 15 Sekunden. Acht. Komm, noch einen Millimeter höher. Lösen. Boah, es hat jetzt richtig schön gebrannt im Bauch. Geht jetzt mal bitte in die tiefe Plank. Halten. 2 mal 30 Sekunden. Folgendes Angebot. Wenn du die 10 Sekunden Pause nicht brauchst, halt durch, hast du 1 Minute 10 ohne Pause gehalten. Ich werde durchhalten, sagt aber die Pause für euch an. Die Pause ist in 12 Sekunden. In 5. Pause. Du darfst Pause machen oder auch nicht. Und es geht weiter. Runde 2. Knie schön strecken, Schulter über dem Ellenbogen, Pobacken festmachen. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. Drei, zwei, eins und stopp. Sehr gut. Zum Schluss noch 2 mal Sit-Ups. Wenn du Sit-Ups nicht schaffst, mach nochmal ganz normale Crunches. So. Ansonsten Sit-Up. Und wieder ablegen. Ausatmen, hoch, einatmen, runter. Wenn du es ohne Arme schaffst, Hände an den Kopf und hochziehen. Ist ein bisschen schwieriger, als wenn man hier den Arm ein bisschen Schwung holt. Ich muss zugeben, meine Bauchmuskeln sind jetzt von den 13 Minuten schon müde. Oh, okay, mal gucken, vielleicht habe ich noch ein paar ohne Arme vorne. Ansonsten nimm halt die Arme vor. Oder normale Crunches. Und los. Boah. Merke ich jetzt, dass der Bauch müde ist jetzt von den 40 Minuten Joggen oder was? Da habe ich auch immer versucht beim Joggen immer schön die Bauchmuskeln aktiv anzuspannen. Und jetzt noch die 14 Minuten. Merke ich es jetzt auch. 8 Sekunden, 5, 4, 3, 2 und das war's schon. Knackige 20 Runden, 10 Minuten pures Bauchtraining, wenn man die Pause abzieht. Tschüss.